Hallo ihr Lieben, heute mal, ja, ab jetzt vielleicht ein bisschen so die Selbstlernvideos ein bisschen anders. Ich habe hier mit diesem, ja, bisschen älteren Buch, wie gesagt, das ist von den Kanji teilweise nicht mehr so aktuell, gearbeitet, sagen wir mal außerhalb des Rahmens. Ich habe jetzt hier speziell mit der Grammatik gearbeitet, also mich mit den Partikeln beschäftigt. Mit Texten, die schon vorgegeben waren, da habe ich dann erstmal alle Partikel eingekreist und rausgeklaubt, um erstmal zu schauen, ja, kann ich die Partikel erkennen? Weiß ich, wo hier welcher Partikel hinkommt. Und dann habe ich natürlich geschaut, in welchem Zusammenhang dieser Partikel dann einfach steht. Wo gehört er mit hin? Der Partikel ist ja immer so, dass es ja ein Wort gibt, zum Beispiel Watashi. Ja, nehmen wir mal an. Und dann kommt ein Partikel hinten dran und der gehört zu dem Watashi, weil der Partikel des Watashi-Nya definiert und der Satz dann dadurch natürlich Sinn bekommt. Dann bin ich Seiten weitergegangen. Ich habe mir vorher schon rausgesucht, wo ich die Übungen machen kann, um mir die ein bisschen zu markieren, da ich ja die Partikel einfach ein bisschen mehr vertiefen muss für mich. Manche Sachen sind mir einfach noch nicht so richtig schlüssig. Da habe ich mir einfach den nächsten Text vorgeknöpft und bin dann einfach weitergegangen. Oder genauso vorgegangen wie bei dem vorherigen Text. Nebenzu habe ich auch versucht, für mich schon ja, gewisse Übersetzungen zu machen zu dem Partikel, was das Ganze dann eben halt für eine Bedeutung bekommt, wo da der Zusammenhang dann auch ist. Ich habe dann auch immer wieder mal ein paar Wörter nachgeguckt, die ich nicht kannte. Und mir auch verschiedene Markierungen gemacht. Also ich habe mir da wirklich Zeit gelassen, mir den Text anzuschauen. Das war ja auch noch einfacher Text, also nichts Kompliziertes, so dass man da einfach noch den Durchblick hat und mein Vokabular ja annähernd auch dazu gepasst hat. Dann habe ich mir die Texte vorgeknöpft, die schon weitestgehend von mir angesehen waren und die ich auch schon abgeschrieben habe, um einfach nochmal konkret den Partikel mit dem dazugehörigen Wort anzuschauen und hinzuschreiben, was das jetzt für eine Bedeutung hat. Ist das jetzt Thema des Satzes? Ist es die Ortsangabe? Und, und. Das habe ich dann einfach Zeile für Zeile aufnotiert und mir dann dahinter geschrieben, was das Ganze hier für einen Zusammenhang hat. Das ist für mich jetzt hilfreich. Vor allem arbeite ich auch mit Farben, einfach ja, um den Unterschied zu sehen. Das Gleiche habe ich natürlich auch mit einem weiteren Text hier gemacht und vorher nochmal die Partikel eingekreist und die zugehörigen Wörter mit unterstrichen, so dass es zusammenpasst. Auch wenn jetzt irgendwie Watashi no Kabang da steht, das ist ja zusammenhängend. Ja, das ist meine Tasche, heißt es dann übersetzt, also gehört es zusammen.
Den Text hatte ich vorher auch schon abgeschrieben und bin da ebenfalls so vorgegangen. Und ja, hier musste ich jetzt mal nachschauen. Das ist ja alles kein Problem. Dieser Text war auch schon ein bisschen kniffliger. Die Schlusspartikel oder Aufzählungspartikel, also alles, wo jetzt kein Satzthema ist, also für mich nicht, ja, wichtig genug, nicht schwer genug, habe ich ja eine andere Farbe gegeben und das sieht man auch bei der dann das Fragezeichen. Ist das jetzt ein Schlusspartikel der oder gehört es mit zum Wort? Also das, da habe ich eben halt das Fragezeichen hingemacht, damit ich das dann später anschauen kann. So an sich werde ich diese Sachen dann mit Abstand nochmal anschauen, nochmal durchgehen. Passt es so? Habe ich wieder was Neues dazugelernt? Wörter, die ich nicht wusste, habe ich mir natürlich auch markiert und mir die Übersetzung dann drunter geschrieben. Und ja, ich musste halt wieder nachschauen. Ist doch ein bisschen kniffliger gewesen, da ja für einen Partikel ja mehrere Verwendungen meist sind und es dann teilweise doch von dem Wort abhängig ist, was der Partikel dann auslöst oder für einen Sinn eben auslöst. Und dann ist es natürlich gut zu wissen, was da für ein Wort steht, damit man sagen kann, ist es eine Person, ist es jetzt irgendein Gegenstand und so weiter. Also je mehr gucken, desto kniffliger die Sache. Und sofort bin ich zu einem weiteren Text vorgesprungen, den ich mir durchgelesen habe, wieder die Partikel markiert habe und die zugehörigen Wörter markiert habe. Und auch diesen Text hatte ich schon bereits abgeschrieben und dann eben halt genauer bearbeitet, indem ich dann hingeschrieben habe, was liegt denn jetzt hier vor? Eine Ortsangabe, ein Satzthema, einfach um sich mit den Partikeln noch genauer zu beschäftigen. Bei einfachen Sätzen ist es eben halt gut, dass man da schon mal so ein Grundgespür dafür bekommt, wie jetzt die Partikel einzusetzen oder anzuwenden sind. Bei komplexeren Sätzen gibt es verschiedene Päckchen, die einfach zusammengeführt werden. Wenn jetzt eine Zugehörigkeit mit drin ist, also meine Tasche, aber insgesamt noch irgendwas damit gemacht wird, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann war es das auch schon wieder, was ich in diesem Monat so geleistet habe, ein bisschen wenig, aber das muss ja auch mal verdaut werden. Ich will ja hier keine Rekorde brechen, war jetzt nur eine Thematik, ein Tag, mehr hatte ich in dem Monat nicht geschafft. Ist halt so, dann könnt ihr euch auf einen weiteren Monat freuen, beziehungsweise dann auch mehr so Lernwochen.